Hallo Leute, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, ups, da lang, befinde ich mich bei IKEA und ich möchte euch zeigen, was es bei IKEA eigentlich für vegane Sachen zu essen gibt. Und jetzt werden einige, die vielleicht noch nie bei IKEA waren oder vor langer Zeit mal bei IKEA waren und nicht genau geguckt haben, denken so, IKEA ist ein Möbelladen, was willst du essen, Billigregale? Nein, IKEA hat nicht nur ein eigenes Restaurant, in dem es zum Beispiel vegane Gemüsebällchen gibt. Sie haben auch einen Laden, in dem schwedische Produkte verkauft werden oder vermeintlich schwedische Produkte. Und das Tolle ist, ich bin gerade in den Niederlanden, aber die IKEA-Produkte sind so ziemlich auf der ganzen Welt die gleichen. Also könnt ihr das Video jetzt wahrscheinlich auch in den USA gucken oder eben in Deutschland, wo wahrscheinlich jetzt die meisten wohnen werden, oder in Österreich oder in der Schweiz oder so, und ihr werdet die Produkte ebenfalls finden. Wenn ein Produkt vegan ist, aber nicht Starch Solution oder McDougall tauglich, dann werde ich das irgendwie so annotieren hier unten. Und yo, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, das hat euch einen Einblick gegeben, was es so alles an veganen Sachen bei IKEA gibt. Wahrscheinlich habe ich ein paar Sachen vergessen oder so. Aber wie ihr seht, wenn man mal da ist, kann man sich auch spontan was zu essen holen. Man muss nicht hungern. Und ja, ein Trip zu IKEA lohnt sich immer. Bis dann, wir sehen uns, Leute.